Hallo, Dieter kocht heute einen Rindergulasch. Ich habe hier 1 Kilo Rindergulasch und ich mache das Rezept, wie ich es bei meiner Mutter gelernt habe. Und zwar, wenn ich 1 Kilo Fleisch nehme, dann nehme ich auch 1 Kilo Zwiebeln. Dazu habe ich hier noch ein paar Paprika. Das war so ein Dreierpaket, eine rote, eine grüne und eine gelbe. Die habe ich noch klein geschnitten. Dann habe ich hier 5 Knoblauchzehen, die habe ich nur ziemlich klein geschnitten, aber nicht großartig gehackt. Butterschmalz zum Anbraten, 1 Teelöffel Kümmel, 1 Teelöffel schwarzen Pfeffer, 1 Teelöffel Paprikapulver edelsüß, 1 Teelöffel Paprika rosenscharf. Ich habe hier 6 Lorbeerblätter, 6 Nelken und 1 Teelöffel Thymian. Ich habe mir noch Salz und Pfeffer hier hingestellt, eine Flasche Rotwein zum Ablöschen. Ja, dann nehme ich mir mal einen Topf und dann fangen wir an. So, den Topf werde ich schon mal vorheizen, damit er ein bisschen schneller geht auf Stufe 9. Ist ja nur zum Vorheizen, um den Gulasch erstmal anzubraten. Dann nehme ich mir mal einen guten Brocken hier von der Butterschmalz. Warum nehme ich Butterschmalz? Ja, Butterschmalz kann die Hitze viel besser vertragen als normale Butter. In der normalen Butter ist ja Molke. Und die Molke verbrennt mich schon und dann wird die Butter schwarz und dann schmeckt alles nicht mehr. Also Butterschmalz. Und dann kann ich schön anbraten. Da wird ja sowieso schnell abkühlen, wenn ich den ganzen Gulasch da reinmache. Das heißt, ich werde den Gulasch wohl in mindestens 2-mal anbraten. Sonst ist das... Ist das mehr am Kochen als am Braten. So, die erste Schage habe ich jetzt angebraten. Das heißt, ich werde das jetzt hier parken. So, jetzt muss das Öl wieder, beziehungsweise den Butterschmalz, muss jetzt wieder schön Hitze kriegen. Und dann brate ich die zweite Lage an. Und dann ist das schon erledigt. So, kann ich direkt reintun. So, jetzt ist auch die zweite Lage angebraten. Ich kann die Glocke schon mal ein bisschen runterstellen. Auf 6 wieder. Ah, herrlich. Salz und Fleisch habe ich jetzt angebraten. Auf dem Boden haben sich schöne Röstaromen gebildet. Das ist wunderbar. So gehört sich das in meinen Augen wie Gulasch. Na, auf dem Boden sind schöne Röste rum. Die lösen sich aber gleich. So, in demselben Topf. Ich meine, warum soll ich den auch wechseln? Da kommen jetzt die Zwiebeln rein. Und die lasse ich jetzt erstmal ein bisschen anschwitzen. Die Zwiebeln haben jetzt sowieso jede Menge Wasser. Und mit dem Wasser löse ich gleich den Topfboden. Das dauert jetzt auch wieder einen Moment. Den Knoblauch kann ich aber auch schon mal reintun. Mit der Paprika warte ich noch einen Augenblick. Jetzt hat sich hier fast, kann ich ja mal zeigen, alles vom Boden gelöst. Oder fast alles vom Boden gelöst. Das heißt, ich mache mir hier so ein bisschen Platz. Und gebe schon ein bisschen... Naja, ich nenne es mal Geschmacksverstärker. Das heißt, ich werde hier Tomatenmark reingeben. Ungefähr 3 Esslöffel auf die Menge. Und wenn ich Tomatenmark verwende, naja, da verwende ich auch gleich 1 Teelöffel Zucker. Das ist A, schön für die Zwiebeln und richtig notwendig für den Tomatenmark. So, das rühre ich jetzt mal unter. Wunderbar. Das gibt nämlich unserer Soße eine tolle Farbe und auch ein bisschen Kraft. Aber den Zucker brauche ich halt, weil die Zwiebeln sind zwar auch süß, aber den Zucker brauche ich, weil der Tomatenmark, der hat so ein bisschen Säure und um dem entgegenzuwirken, ist der Zucker da.
Und dann warte ich eigentlich nur darauf, dass sich am Boden wieder was absetzt. Also jetzt im Moment ist er ja noch richtig sauber, wie man sieht. Aber wenn die Zwiebeln schon einiges an Flüssigkeit verloren haben, dann setze ich das wieder auf den Boden ab. Und dann wird es Zeit, mit Wein abzulöschen. Jetzt ist das hier, das sieht im Video vielleicht jetzt ein bisschen sehr dunkel aus, aber eigentlich ist es nicht so dunkel. Ist schön braun, nicht schwarz, also schwarz sollte nicht sein. Und jetzt werde ich die ganze Sache mit Wein ablöschen. Ich habe hier so einen Dornfelder trocken. So, und die ganze Flasche werde ich wohl gebrauchen. Und jetzt lasse ich den Boden wieder schön blank werden. Ja, und das Ganze mache ich dreimal. Also nicht da rumkratzen, sondern nur mal hier umrühren. Und von dem Kochen passiert das von ganz alleine. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das sind alles nur leckere Aromen. Ihr Lieben, jetzt setze ich hier wieder was am Boden ab. Wie man hoffentlich sehen kann. Ich hoffe es einfach. Und wenn nicht, müsst ihr mir glauben. Das heißt, ich lösche jetzt das zweite Mal ab. Wunderbar. Und löst das wieder alles. Ach, das geht jetzt. Da hat sich schon alles wieder gelöst. So, wie ihr seht, bin ich hier schon am Vorbereiten. Bin ich schon mal Brötchen am Schneiden, ungefähr in so große Stücke. Also nicht zu klein. Weil ich will da Sammelbrösel machen. Dazu. Dafür habe ich mir schon mal einen halben Liter Milch abgewogen. Muskat schon mal bereitgestellt. Und Petersilie habe ich auch schon mal abgeschnitten wenigstens. So, ich werde jetzt weiter die Brötchen schneiden. Ich habe 10 Brötchen. Mal gucken, wie viel ich davon verwende. Also ich kann euch vielleicht mal zeigen, wie ich die Brötchen schneide. Wenn man das jetzt sehen kann. Wenn nicht, schiebe ich das mal eben auf Seite. Also ich werde hier, also eigentlich heißen die Dinger ja Semmel, den heißen die ja Semmelknödel, aber bei uns heißen die halt Brötchen. Ne? Also ich schneide die einmal in der Mitte durch und dann einfach so runter. Nicht zu klein. Das sind halt nicht die neuesten Brötchen, aber das ist ja auch gewollt, weil wir werden die gleich noch mit Milch einweichen. Und dann ist das alles prima. Mal gucken, wie viel in der Schüssel reinpassen. Und dann möchte ich nicht auf den Boden schmeißen. Naja, das werde ich wegwerfen. So, aber ich werde hier mal weitermachen. Und in der Zeit werde ich die anderen Brötchen schneiden. So, 8 Brötchen habe ich jetzt klein geschnitten. Und 2 sind übrig. Die packe ich immer gerne in so IKEA-Tüten. Weil ich werde bestimmt nächste Woche noch Gehacktes machen. Und da trocknen die nicht so sehr aus, sondern werden weich. Also, naja, nicht mehr knusprig, aber schön weich. Und das ist ganz toll für Gehacktes. Wenn ich Paniermehl machen möchte, dann packe ich die nicht da rein, sondern lasse sie an der Luft trocknen und reibe die. Ganz tolles Paniermehl. Aber ich werde die jetzt erstmal hier in die IKEA-Tüte packen und aufbewahren. Ich zeige mal eben die Größe von den Stücken. Ja, nicht so klein. Wunderbar. Also 8 Brötchen habe ich klein gemacht. Und ich werde pro 2 Brötchen ein Ei. Ich habe also 4 Eier hier. Dann habe ich 500 ml Milch schon mal bereitgestellt. Ich weiß aber nicht, ob ich alles brauche. Aber wenn nicht, ist ja nicht schlimm. Und ich mache ja für 2 Tage, also ich werde jetzt nicht die ganzen Sammelbrösel, wir sind ja nur 3 Personen, keine 30. Aber das ist auch kein Problem, ich werde die alle fertig machen. Und für morgen werde ich die einfach mit auf den Teller legen, mit Zellophan bedecken. Und dann brauche ich die morgen nur noch in heißes Wasser schmeißen.
dann sind die fertig. So, gut. Gucken, was die Soße macht. Ja, da ist wieder, hat sich alles wieder vom Boden gelöst. Aber ja, ich habe noch einen Schluck Wein und den werde ich auch noch verbraten, beziehungsweise verkochen oder einkochen oder wie auch immer. Jetzt habe ich ja noch ein bisschen Wein. Vom Boden hat sich wieder alles gelöst. Aber ich würde sagen, ich kann jetzt alles finalisieren. So, ich habe noch gar kein Salz drin, ich habe noch keine Gewürze drin, ich habe noch gar nichts da drin. Also werde ich jetzt erstmal mit Salz würzen. Vorab würzen, ne? Final abschmecken, immer kurz vorm Servieren. Und dann kommen die ganzen Gewürze da rein. Oh, wunderbar. Der Rest Rotwein. Natürlich das Fleisch. Da hat sich ja jede Menge Fleischsaft gebildet. Den kommt auch wieder rein. So, jetzt ist mir das ein klein bisschen zu wenig Flüssigkeit. Nicht viel. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass das Fleisch komplett bedeckt ist. Also muss ich ein klein bisschen Wasser reinmachen. Nur ein bisschen, so dass gerade bedeckt ist. Es kommen auch die Paprika noch da rein. Ja, das sieht schon richtig toll aus. Einmal durchmischen. Und jetzt so viel Wasser, dass alles bedeckt ist. Da holen wir eben Wasser. Am besten recht heißes Wasser. Gucken, ob das reicht. Ich verwende jetzt keine Brühe mehr. Wunderbar. Und der bleibt jetzt noch mal für 2 Stunden ungefähr im Topf. Ungefähr. So, hier habe ich mir noch eine Zwiebel klein gehackt, also geschält und klein gehackt. Die Petersilie auch klein gehackt für die Semmelbrösel. Und dazu nehme ich mir jetzt noch mal eine Pfanne. Reicht so eine kleine Pfanne hier. Und dann nehme ich mir ein Stück Butter. Ein Stück, habe ich noch eine andere? Ja, oder? Ein Stück Butter. Da will ich auch nicht so knauserig sein. Ich will mal die ganze Butter hier nehmen. Das sieht immer so viel aus, aber Fett gibt Geschmack. So, dann können die Zwiebeln schon mal da rein. Die Zwiebeln sollen jetzt keine Farbe ziehen. Die sollen nur ein bisschen weich werden. Weil die sind jetzt für die Semmelknödel. Also keine Farbe ziehen lassen, sondern nur die Butter auflösen und die Zwiebeln weich werden lassen. Die Milch, die werde ich ein bisschen anwärmen. Das mache ich in der Mikrowelle. Das geht am schnellsten. Alle Zutaten, die ich verwende, die werde ich in die Videobeschreibung, also unter das Filmchen schreiben. Dann müsst ihr euch das nicht merken. Ich kann nur jedem empfehlen, das so zu machen. Das hat meine Mutter schon so gemacht. Und das ist einfach nur lecker. Aber ich kann schon mal die Muskatnuss reinreiben. Also nicht eine ganze Nuss, aber
schon ein bisschen Muskatnuss. Die Milch scheint schon fertig zu sein. Wunderbar. Die warm genug ist. Ja, das geht in der Mikrowelle immer super schnell. Ja, soll auch nicht zu heiß sein. So ist die Milch schon mal drin. Dann würze ich noch mit Salz und Pfeffer. Das muss jetzt, das sind ja Brötchen, die sind da schon gewürzt, die sind dann so schon lecker. Geht halt nur darum, da sind ja noch mehr Zutaten jetzt. Die Zwiebeln, die Eier, die haben ja keine Gewürze. Und deswegen ein bisschen Gewürze dabei geben. Schlage schon mal die Eier da rein. Nehme ich mir hier für die Schalen. Also pro 2 Brötchen ein Ei, 8 Brötchen, 2 Eier. So, jetzt sollte das hier nicht zu heiß sein. Sonst gerinnt mir das Ei. Ja, ich werde noch ein bisschen warten. Ich kann aber schon mal die Petersilie auch reintun. Und schon mal ein bisschen vermengen. Und immer keine Angst haben davor, mit den Händen zu arbeiten. Dafür haben wir die. Und wir können mit den Händen prima arbeiten. So, jetzt auch nicht zu sehr hier rummatschen und alles klein machen, sondern nur unterheben. Aber ich verteile das schon mal. Ich will ja hier kein Rührei haben. Die Zwiebeln, die sind schön weich. Und die Butter kommen auch da rein. Und jetzt werde ich noch mal untermengen. Also nur untermengen, ne? Nicht großartig hier kneten. Nur, dass das halt schön verteilt ist, dass die Zwiebeln schön verteilt sind. Und jetzt werde ich die ganze Sache mal mindestens 30 Minuten ziehen lassen. Und dann forme ich mir leckere Knödel. So, das ist jetzt hier schön eingezogen. Ich habe mir jetzt ein bisschen Wasser hingestellt. Ich werde jetzt schon mal die Semmelklöße schon mal formen und dann kann ich die hier auf den Teller machen. Ist ja für 2 Tage, habe ich ja schon gesagt. Einen Teller werde ich dann in den Kühlschrank packen und den anderen werde ich fertig machen. 2x6 Stück. Einmal. Und hier ist das zweite Mal. So, jetzt lasse ich die noch mal ein bisschen ziehen. Dann setze ich Wasser auf. Dann mache ich die schon mal fertig. Das Wasser muss einmal richtig kochen. So, und jetzt nur sieden lassen. Also bei mir ist ja halt immer die Stufe 6. Du siehst mal eine kleine Bläschen hier. Ja, und jetzt werde ich mal so ein Kloster reintun. Ja, der schwimmt. Das ist gut.15 Minuten ziehen lassen. Dann und wann mal wenden. Ja, und wie man sieht, die fallen nicht auseinander. So, 15 Minuten sind um. Ich habe die immer mal ein bisschen gedreht. Wenn ich aber noch mal drehen. Also, die werde ich jetzt rausnehmen.
dem Teller geben. Dann können die abkühlen und die mache ich dann morgen fertig. So, ihr Lieben, jetzt sind 2,5 Stunden für den Gulasch um, also nachdem ich das Fleisch noch mal reingetan habe. Und das hängt aber immer mit dem Fleisch an sich zusammen. Das eine ist nach 2 Stunden fertig, das andere erst nach 3 Stunden. Aber ich möchte es halt schön weich und da muss man ein bisschen warten. So, die Klöße, die sind auch schon abgekühlt. Habe mir schon mal Folie hingelegt. Da werde ich gleich Folie drüber machen. Das Wasser habe ich zum Kochen gebracht. Das heißt, ich werde jetzt hier die Klöße reintun. Die sind ja für heute. Und die anderen, die da drüben liegen, die sind ja für morgen. So, tun wir die da rein. Die müssen ja auch noch 15 Minuten sieden. So, die sind schon mal schön drin. Jetzt werde ich die hier abdecken und in den Kühlschrank packen. Ne, so habe ich das gemeint. Die habe ich ja wegen, weil da frisches Ei drin ist, schon mal vorhin gebacken. Kommen wir zum Kühlschrank. So, ihr Lieben, jetzt ist das Essen endlich fertig. Kann man schon mal alles ausmachen. Dann werde ich noch mal eben abschmecken. Gucken, ob da noch irgendwie ein Gewürz fehlt. Die Soße ist tolle Farbe. Mal gucken. Auf euch. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Dann werde ich mir mal ein Kloß nehmen. Oder ich glaube, ich nehme direkt 2 Klöße. Und dann werde ich mir auch von der Soße und dem Fleisch nehmen. Aufschneiden. Herrlich. So sieht er aus. Ganz toll. Und dann mit der leckeren Soße. Auf euch. Herrlich. Ein bisschen Fleisch. Lecker. Gut, ihr Lieben, wir werden uns das jetzt schmecken lassen. Euch wünsche ich noch einen schönen Abend. Vergesst bitte nicht zu abonnieren, falls ihr noch nicht habt. Und wenn ihr großen Gefallen tun wollt, dann macht einen Daumen hoch, wenn ihr das gut fand. Einen Daumen runter, wenn ihr nicht so gut fand. Und wenn ihr was nicht gut fand oder wenn ihr was gut fand, ja, so einen kleinen Kommentar. Würde mich auch tierisch darüber freuen. Ich beantworte auch jeden Kommentar. Okay. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Video.